Dass aus unserem Nachbarland viel Gutes kommt, weiß jeder. Weniger bekannt als Lakritz und Co., doch mindestens genauso gut ist eine holländische Entspannungsmethode für Eltern und Kinder. Denn unsere Kleinen haben es nicht immer so leicht, wie man denkt. Kinder sind heute auch vielen Stressfaktoren ausgesetzt, einer Reizüberflutung in der Umwelt. Das zeigt sich durch Hyperaktivität, durch Konzentrationsschwäche. Und wir sind aufgerufen, Kinder Entspannungsmöglichkeiten zu bieten. Snoozeln ist solch eine Methode und kommt ursprünglich aus den Niederlanden. Die speziell eingerichteten Räume sorgen mit vielfältigen Sinnesreizen und Entspannungsübungen für eine angenehme Atmosphäre. Auch wenn professionelle Snoozelangebote noch selten sind, heißt das nicht, dass man zu Hause darauf verzichten muss. Meine Tochter ist in der Studienkreisnachhilfe in der Kinderlernwelt. Dort gibt es Ratgeber zum Thema Snoozeln. Das hat uns interessiert und wir machen das auch zu Hause. Bei der Gestaltung der eigenen Snoozeln-Ecke hat sich Frau Müller an einer kostenfreien Ratgeberbroschüre orientiert. Wichtig für Snoozeln, egal ob sehen, tasten, schmecken, riechen oder hören, die Impulse sollten gezielt und nach Vorlieben der Kinder eingesetzt werden. Sophie und Nils schalten am besten bei Lichtspielen und Musik ab. Durch die Entspannungsmethode Snoozeln erreichen Sie, dass Kinder wieder geerdet sind, sich sicher wohl geborgen fühlen. Dann sind sie wieder offen für neue Anforderungen und gehen entspannt ans Lernen. Aus diesem Grund gibt es bei Familie Müller regelmäßige Snoozelstunden. Für die Müllers steht fest, entspannt lernt sich's einfach leichter.